Wir befinden uns hier im Ford Electric Vehicle Center in Köln-Niehl. Wir haben eine Kapazität von 250.000 Autos, die wir im Jahr bauen. Dieser Standort hat eine lange Tradition. Wir sind schon über 90 Jahre hier in Köln. In der Lackiererei bekommen wir die Autos aus dem Rohbau und dann werden sie von uns nochmal gewaschen. Anschließend kommen sie in eine Phosphatier-EC-Anlage. Das bietet den Autos einen Korrosionsschutz. Und wenn die Autos dann soweit sauber sind, Korrosionsschutz aufgetragen ist, werden sie entsprechend fertig lackiert und ein Klarlack aufgetragen. Das Thema Wireless wird in der heutigen Zeit immer spannender. Und für uns ist es elementar wichtig, weil wir doch sehr viele Strecken zurücklegen müssen. Und dann bietet uns die Technik mioty eine gute Möglichkeit, große Strecken zu überwinden mit einem geringeren Installationsaufwand. Die Energiemeter, die wir eingesetzt haben, nutzen wir an unseren Förderbändern. So können wir anhand der Stromaufnahme sehen, geht die Kette vielleicht schwergängig, muss sie mal geölt werden. Die Drucksensoren werden genutzt, um Leitungsdrücke zu überwachen. Zusätzlich zur Drucküberwachung haben wir auch eine Schwingungsüberwachung. Die Schwingungsüberwachung zeigt uns den Gesundheitszustand der Anlage an. Haben wir einen Lagerschaden, wird der Motor langsam unrund, sodass wir halt immer den Gesundheitszustand abwägen können, um Produktionsstillstände frühzeitig zu vermeiden. Die Temperatur messen wir dann einmal in der Halle und einmal außerhalb der Halle. So können wir halt eine Differenz feststellen und in Zukunft auch automatisieren, dass ab einer gewissen Temperatur das Rolltor immer geschlossen oder halt im Sommer vielleicht auch mal offen sein sollte. Die Kostersparnis ist ganz klar dadurch, gerade in den Wintermonaten, dass wir dann die Rolltore schließen, um Heizkosten zu minimieren, wenn die Kälte dementsprechend in die Halle eintritt. Ich bin stolz, bei Ford zu arbeiten und ich freue mich jetzt besonders, dass wir hier ein Arbeitsumfeld geschaffen haben, wo man sich wohlfühlt und im Zuge dessen auch tolle Produkte liefern können.